Tralalala, lalalala, der Podcast ist da. An ihrer Stelle würde ich jetzt wieder abschalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mittwoch ist Hacktag. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Mein Name ist Felix Lobrecht und ich sehe mich ja momentan folgendem Problem gegenüber. Und zwar habe ich letzte Woche einfach so eine sicke Anmoderation gemacht. Also der Anfang von der letzten Folge, der hat halt wirklich, ich denke mal, das werdet ihr alle mitbekommen haben, ist halt Social Media mäßig völlig viral gegangen. Die Leute sind ausgeflippt. Sind abgefeiert, wie ich sagen würde. Der wurde derbe abgefeiert und dadurch habe ich mich natürlich jetzt krass unter Druck gesetzt, jedes Mal einen übersmoothen Einstieg zu finden. Und ich denke mir, das ist mir heute mit lalalala, der Podcast ist da, auch durchaus wieder gelungen, fast nochmal eine Schippe draufzulegen. Ich hatte noch gar nicht vor, einen Grimme-Preis zu gewinnen unter 30, aber das ist jetzt nicht mehr, da kommen wir nicht mehr drum rum mit dieser Anmoderation. Vielen Dank dafür. Ich brauche eh noch einen Türstopper. Ja, und das setzt mich auch wirklich unter Druck jetzt für die nächsten Folgen. Ich werd direkt nach der Aufzeichnung dieser Folge anfangen, mir für die nächste Woche Gedanken zu machen. Aber wir haben wirklich, ich bin ein Freund von Understatement, aber die letzte Folge war geil. Die letzte Folge war übersick. Und ich bin kein Freund von Understatement. Ich weiß. Wir haben da einfach wirklich nochmal, ich würde auf vielen Ebenen Penis gezeigt. Ja, und vor allem. Aber im angenehmen Sinne Penis gezeigt. Nicht im Louis C.K. Sinne Penis gezeigt, aber da möchte ich später noch drüber reden. Wie ist denn dein Feedback? Ich will gar nicht immer so, ich will nicht immer so Fazit ziehen zu den letzten Folgen, aber diese war speziell, weil wir einfach mal albern. Wir waren einfach mal albern, es war spät, wir haben zusammen gekocht und haben dann einfach drauf losgesnackt. Genau, Tiefkühlpizza. Und haben drauf los. Also das Feedback, was bei mir ankam, war durchweg positiv, bis auf 3 Stimmen. Sonst hätte ich dich jetzt erst ausreden lassen, aber es waren 2, die gesagt haben, es war mir ein Tick zu albern, ich mag es lieber, wenn ihr tiefgründig seid. Und jetzt, okay. Achtung, Klischee, meine Eltern haben sich das angehört im Strandkorb auf Sylt. Und meinen auch, also mein Vater fand es bestimmt super, ist bestimmt nach 2 Minuten eingeschlafen und meine Mutter hat gesagt, da war der aber ganz schön albern. Das ist Mutters viel. Ist es nicht viel zu kalt für einen Strandkorb in Sylt? Ja, die hatten auf Sylt hatten die gutes Wetter irgendwie. Also 2 Tage. Sehr klischeehaft, dass die jetzt da waren, ne? Haben die auch so einen Sylt-Umriss als Sticker auf ihrem Auto? Weil wenn die haben beide ein Arschgeweih. Die haben beide ein Arschgeweih. Mhm, genau. Okay. Nein, die haben natürlich keinen Sylt-Aufkleber auf dem Auto. Das ist wahnsinnig. Ich weiß nicht, was da los ist, Tommy. Egal, also was ich sagen wollte. Ja, mich hat auch Feedback erreicht, aber keine kritischen Stimmen. Entweder fanden die Leute meine Performance besser als deine oder man traut sich nicht, mit negativem Feedback an mich heranzutreten. Oder wir haben einfach statistisch gesehen einfach genau 3 Leute mit unserer Albernheit genervt und die haben einfach dich erreicht. Das könnte auch sein. Aber was ich, wo du es gerade erzählt hast, tatsächlich hat mein Vater, der auch immer zuhört, schöne Grüße, Frankie. Hallo Frankie. Frankie, der Boss. Ich habe meinem Vater noch nicht erzählt, dass mir der Führerschein abgenommen wird. Und auch die Sache mit dem geplatzten Reifen musste mein Vater leider über diesen Podcast erfahren. War sauer? Und das habe ich, nicht sauer, aber enttäuscht, weil es ist ja schon so, dass man das seinem Vater auch direkt sagen kann. Und das habe ich nicht bedacht. An der Stelle nochmal, sorry Tiger. So nenne ich meinen Vater nämlich. Was mich noch interessieren würde, du hattest es vorhin so flaps am Rande angesprochen, dass du, bevor du 30 wirst, gar nicht vorhattest, den Grimme-Preis zu gewinnen. Mhm. Ich nehme mal an, das war einer der Tommy Schmidtschen Mittelwitze. Ja. Aber was mich interessieren würde, hast du sowas wie so eine To-Do-List oder irgendwelche Ziele, die du erreichen willst, bis du 30 bist? Tatsächlich gar nicht. Ich bin ja in diesen Autorenjob so ein bisschen reingerutscht. Hatte ich ja in Folge 1 oder 2 mal erzählt. Und nehme das gerade tatsächlich so ein bisschen, wie es kommt. Ich habe da gar nicht irgendwie vor, dann möchte ich in der Sendung arbeiten und dann das und dann das und dann. Das muss ja beruflich sein. Und dann will ich nach Amerika und wie auch immer. Ach so, beruflich nicht. Also muss nicht beruflich sein, einfach generell so. Nee, so war ich aber auch noch nie, weil ich versuche das immer so, wie so ein Alkoholiker. Heute bin ich trocken. Und morgen sage ich mir wieder, heute bin ich wieder trocken. So nehme ich tatsächlich jeden Tag
wie er kommt. Also ich habe keine großen Pläne. Das wird mir spätestens bei der Rente dann um die Ohren fliegen, dieses Denken. Okay. Weil ich mich dann nicht vorgesorgt habe, aber mein Gott. Okay. Also um die Frage zu beantworten, um zusammenzufassen, du hast jetzt nicht konkret. Na, bei mir ist es so, ich habe so ein paar Sachen, so ein bisschen, also das ist jetzt nicht erst seit kurzem, ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, ich glaube mit 15, 16, dass ich Millionär sein will, bis ich 30 bin. Wird knapp. und ansonsten, das klingt jetzt so, als wenn ich ein sehr, sehr geldgeiler Motherfucker bin und war. Was auch stimmt, aber nee, sonst so richtige Ziele hatte ich eigentlich nie. Also das hatte ich so also seit ich 15 bin, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, vielleicht hat das mal irgendein Rapper gesagt und ich fand das geil. Seit ich 15 bin, will ich, bis ich 30 bin, Millionär sein. Vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht wird es noch was. Ich habe jetzt angefangen mit Lotto? Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ich mache manchmal Rubbellose. Ich habe kein größeres Spielproblem, aber durchaus ein Rubbellos-Problem. Und nimmst du einen Pfennig oder einen Fingernagel zum Rubbeln? Ich nehme Pfennige tatsächlich. Ich habe auch extra Groschen. Einen Pfennig dafür. Nee, einen Pfennig. Ein Rubbelgroschen. Da habe ich noch übrig. Und zwar spiele ich immer Glücksschweine. Die kosten. die kosten 1 Euro. Und da hast du so neun, so eine Rubbelfelder. Und wenn du dreimal dasselbe frei rubbelst, dann bekommst du das. Bist du so ein Typ, der in seinem Leben so viel, es gibt ja so Leute, die haben schon in der Grundschule immer Tombola gewonnen und dann das gewonnen und ich fliege jetzt nach Hawaii, weil ich das gewonnen habe. Hast du schon mal was gewonnen oder bist du so ein Nietenzieher wie ich? Also wenn es nur die beiden Extreme gibt, dann bin ich eher ein Nietenzieher. Also bei Rubbellosen, das Gute an Rubbellosen ist halt, ja, damit kann man sich halt echt beschäftigen. Also wenn man sich 4 Rubbellose kauft, das ist meistens so mein Einsteigerpaket. Dann willst du das in 4 Euro, das ist noch kein Schein. Aber doch, das beschäftigt. Was? Ich habe schon mal was gewonnen. Ah, ich erinnere mich. Und zwar in der Grundschule Hiddesen, Tombola, einen riesigen, also wirklich riesigen, pinken Stofftierhund. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal hier erzählt habe, aber ich bin ja ein heftiger Monk schon immer gewesen. Also ich bin so sehr auf Hygiene und so, ist mir wichtig. Und diese Sachen, die man da gewinnen konnte, waren gebraucht. Dann habe ich den gewonnen und mich hat das in der 3. Klasse schon so gestört, dass ich auf dem Weg, also meine Mutter hat mich abgeholt und dann habe ich auf dem Weg den Hund irgendwie ins Gebüsch geworfen und gesagt, ich hätte ihn verloren. Meine Mutter war etwas verwirrt, aber ich hab den tatsächlich ins Gebüsch geworfen, weil der gebraucht war. Aber ich habe auch damals auf Kindergeburtstagen, kennst du das Spiel Schokoladenessen? Nein. Da sitzt man, ich weiß nicht mehr genau die Regel, auf jeden Fall geht es unter anderem darum, es ist Teil dieses Spiels, dass man mit dem gleichen Messer- und Gabel-Set Schokolade isst, also eine Tafel Schokolade mit Messer und Gabel. Und alle essen aber mit dem gleichen Messer- und Gabel-Set. Und ich habe mich auf diesen Geburtstagen immer verpisst und habe mich irgendwo im Gästeklo eingeschlossen. Und dann standen die Eltern von dem Geburtstagskind und haben immer geklopft, Tommy, was ist denn? Weil ich mich so geekelt habe, mit dem gleichen Messer- und Gabel-Set zu essen. Also ich war ein sehr krankes Kind, glaube ich, in der Hinsicht. Also ich hatte echt Probleme mit. Und ist das noch so, oder? Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Irgendwann war das dann weg. Aber ich hatte da echt eine Zeit lang so, wenn die Küche nicht sauber war oder sonst was oder der Dönermann dreckige Fingernägel oder einen Tick zu doll geschwitzt hat, dann war ich da, hatte ich keinen Hunger mehr gehabt. Aber jetzt hat sich alles geändert. Ich bin jetzt ein gesunder, halbwegs gesunder Mensch. Hast du auch sonst Blieben? Hand aufs Herz, bist du nochmal nach Hiddesen gefahren und hast diesen Hund aus dem Gebüsch geholt? Hiddesen? Ein Vorort von Detmold. Hast du den Hund noch geholt oder liegt er da immer noch wahrscheinlich? Der liegt da bestimmt noch so richtig spooky, wie von so einem, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ein creepiger Pinsch. Im Nachhinein eine ziemlich bescheuerte Geschichte eigentlich, aber ich weiß nicht, wieso mir die gerade eingefallen ist. Aber das habe ich tatsächlich mal gewonnen. Aber du hattest gar keine Bindung zu dem Tier, also es war auch nicht so weit, dass du ihm schon einen Namen gegeben hast oder sowas. Nee, okay. Gar nichts. Ja, wir sind halt jetzt mega abgeschweift, weil ich ja eigentlich erzählen wollte, wie ich Glücksschweine spiele. Und ich glaube, das interessiert nicht. Ich glaube, das brennt den Leuten da draußen wirklich unterm Nagel. Absolut. Zu wissen. Hä, krass, wie spielt Felix jetzt ein Glücksschwein? Da habe ich noch gar nicht verstanden, das Prinzip. Jetzt sitze ich hier mit meinem Groschen und dem Rubbellos. Genau. Ohne Anleitung, Alter. So, Tommy. Also ich kaufe mir immer 4 Rubbelschweine. Kosten? Rubbelschweine. Schönes Wort. 4 Rubbelschweinchen. Und dann
weil das kostet 4 €, das ist noch kein Schein, aber damit bist du wirklich erstmal beschäftigt. So, dann fängst du an zu rubbeln. Und meistens gewinnt man bei 4 Rubbelschweinchen, gewinnt man meistens irgendwie 2-3 €, sodass man direkt die wieder reinvestieren kann und neue Lose holen kann. Und das kann man dann meistens über so einen Zeitraum von 15 Minuten extenden, 20 Minuten manchmal, dass man immer wieder 1-2 € gewinnt, dann holt man sich neue. Und so ist man einfach beschäftigt und am Ende geht man immer mit 0 raus. Also das heißt mit 0, mit 4 cool. Euro, mit 4 Euro Verlust. Hat nur Zeit verloren. Aber hat nicht Zeit verloren, sondern einfach Spaß gehabt, Tommy. Spaß gehabt. Es geht um Spaß haben. It's all about the fun. Was ist eigentlich diese Woche so gewesen von Tragweite, Themen, die dich interessiert haben? Ganz ernsthaft, was hat dich interessiert? Also heute sind zum Beispiel knapp 400 Menschen bei einem Erdbeben ums Leben gekommen im Iran oder gestern Nacht. Jamaika geht weiter. Ja, also natürlich abgesehen von den ganzen schlimmen Sachen, die sowieso die ganze Zeit passieren, gegen die man ja so krass abstumpft mittlerweile. Also wie wenn man zum Beispiel wieder keinen Rubbel losgewonnen hat. Sowas zum Beispiel. Nee, aber sowas wie ein Erdbeben mit 400 Toten, so, das ist natürlich irgendwie schlimm. Aber ich habe das Gefühl, das berührt mich nicht. So, weißt du, was ich meine? Nee, jetzt nicht, weil es im Iran ist, das würde mich genauso wenig berühren, wenn es in einer Pfalz passieren würde. Ja, Naturkatastrophen sind halt. Das ist halt. Lassen eigentlich so hochschrecken wie 58 aus einem Hotelzimmer erschossene Menschen. Das ist einfach so. Da muss man sich auch gar nicht für schämen. Das funktioniert der Mensch. Ja. Nee, generell mich, ich finde sowas immer schlimm, wenn ich sowas höre oder tragisch irgendwie, aber ich fühle nichts. Also auch wenn da jetzt ein Typ 58 Menschen aus dem Hotel raus abballert oder auf irgendeinem so Popkonzert da irgendeiner Amok läuft und da irgendwelche Teenager wegmetzelt, so, dann finde ich das natürlich schlimm, aber es macht nichts mit mir. Ja. So, weißt du? Und dann dachte ich immer, es liegt daran, dass es irgendwie alles geografisch so weit weg ist oder kulturell weit weg, wenn da jetzt irgendwas in Ethnozentrismus ist der Fachbegriff dafür. Ja, genau, dachte ich immer. Aber selbst als hier, war das letztes oder letztes Jahr, also selbst als hier in Berlin dieser LKW in den Weihnachtsmarkt gerast ist, so, habe ich mich natürlich erstmal bei allen Leuten erkundigt, die da potenziell hätten sein können, ob es denen gut geht. Aber also das ist so ganz komisch, ich fühle mich dann auch immer richtig schlecht, aber das berührt mich nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, mich berühren tatsächlich immer so... Also es liegt auch nicht an der geografischen Distanz, es liegt einfach daran, dass mich sowas nicht berührt, ich weiß nicht warum. Das lässt mich auch nicht mal hochschrecken und das berührt mich generell auch nicht, wenn ich aber plötzlich, ich versuche das weitestgehend zu vermeiden, aber wenn ich dann plötzlich über Einzelschicksale lese, dann trifft es mich schon. Also zum Beispiel in Barcelona bei dem Anschlag mit dem LKW über den Markt. Da habe ich dann so in so einem Video gesehen, wie so eine Frau mit so einem Kleinkind auf dem Arm über so einem Mann gebeugt war und so geweint hat und so. Und das war wohl ihr Ehemann und der Vater von dem kleinen Kind und so. Das war schon heftig. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man das aber so von außen nur sieht als Nachricht, lässt mich das auch total kalt mittlerweile. Ja, klar, ist ja immer so, wenn du dich dann so ein bisschen reinliest in die ganzen Sachen oder einfach das so näher kommen lässt, dann klar. Aber ja, was meinst du? Was mich wirklich beschäftigt hat, leider Gottes, ist, dass mein großes Idol, der Comedy-Gott schlechthin, der mit Abstand beste Comedian auf der Welt. Sascha Grammel. Entschuldigung. Louis C.K. leider auch ein Wichser ist, der sich sehr unangemessen gegenüber einigen Frauen verhalten hat. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Louis C.K., der beste Comedian der Welt, hat 5 Frauen irgendwie, er hat sie nicht vergewaltigt oder sowas, sondern er hat sich vor ihnen einen runtergeholt. Er hat zwar vorher mal gefragt angeblich, so ist es okay, wenn ich jetzt meinen Schwanz raushole und mir einen runterhole vor dir, obwohl wir uns nicht kennen oder so. Aber er hat es gemacht und diese Frauen haben sich jetzt zu Wort gemeldet und ich habe mich muss ich gestehen, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, bei Louis C.K. allerdings, das war so eine Nachricht, die so nachts aufgeploppt ist und dann hatte ich noch keine Muße, das irgendwie zu lesen, mich da einzulesen, obwohl ich ein Riesenfan bin, aber ich irgendwann dann müde war von diesen ganzen Meldungen. Was hat er denn jetzt genau gemacht? Also der hat sich vor denen einen runtergeholt, hat vorher gefragt, da ist für mich jetzt noch keine Tat zu erkennen, die verwerflich ist, moralisch vielleicht, aber waren die befreundet oder? Naja, also das, was die ganze Sache halt so ein bisschen schwierig macht, sage ich mal, ist halt, dass es Kolleginnen waren
also irgendwie Frauen, mit denen er in irgendeiner Form zusammengearbeitet hat. Ach so. Es gab einmal zwei Frauen halt, bei die, ich, das war irgendwie 2005 oder sowas. Ich weiß ja nicht genau, was da passiert. Die hatten irgendeine Show zusammen. Louis C.K. war damals in den Staaten halt schon eine Nummer so und die Frauen waren irgendwie gerade so upcoming und haben ihn halt verehrt, so als weil er halt einfach krass ist. So. Und dann hatten die diese Show und danach hat Louis C.K. die halt so Aftershow-mäßig auf sein Hotelzimmer eingeladen, so auf einen Drink halt oder irgendwas. Mhm. Dann haben die halt so ein bisschen gequatscht und dann meinte Louis C.K. wohl irgendwann so, es ist okay, wenn ich jetzt meinen Schwanz raushole und mir einen runterhole. Und die dachten halt erst, es wäre ein Scherz, ja, und dann hat er halt einfach wirklich angefangen, so, sich auszuziehen. Okay. Das ändert natürlich auch nichts. Genau. Ganz schön, aber auch jetzt mal völlig abgesehen vom Sexismus, ganz schön kranker Move irgendwie, ne? Ja, das ist ein komischer Fetisch, ja. Und so sich vor anderen Leuten dann runterholen war anscheinend sein Ding. Und er hat da dann so ein Entschuldigungsschreiben, also so ein offizielles Statement quasi gedroppt, gestern, glaube ich. Was ich erstmal gut fand, dass er sich überhaupt geäußert hat und ich fand auch, was er gesagt hat, im Rahmen der Möglichkeiten gut, auch wenn es die Sache natürlich nicht ungeschehen macht und die Schäden bei den Frauen natürlich auch nicht. Was hat er gesagt? Er hat halt gesagt, dass er sich das früher immer vor sich selber so gerechtfertigt hat, dass er immer vorher gefragt hat und die auch immer in irgendeiner Form Ja gesagt haben. Ihm ist aber dann mit ein bisschen Abstand aufgefallen, dass wenn du als Idol von irgendjemanden, irgendjemanden, der dir körperlich unterlegen ist, fragst, ob du deinen Schwanz vor ihr auspacken darfst, dann ist es keine richtige Frage, wo es, also weißt du, ja. Es ist mehr eine rhetorische Frage, so, also diese Bedrohungssituation und diese, es ist ja trotzdem alles gegeben. Wird man so? Ist das so ein, wäre der auch ohne seinen ganzen Erfolg und sein Geld und seine ganzen Fans, wäre der, meinst du, der wäre dann auch so? Es kommt nur nicht raus, weil er nicht die Möglichkeit dazu hat? Oder wird man so durch diesen Erfolg? Das ist die große Frage. Ja, ich glaube, das sind absolute Mutmaßungen, die man jetzt dazu nur treffen könnte. Ja. Ich glaube halt... Würdest du das machen, Felix, wenn du jetzt noch bekannter wirst? Beim Podcast, würdest du mich dann plötzlich fragen? Hilfe. Ja, wenn wir FaceTime machen. Nee, ich finde das nicht so gut. Und fand es auch wirklich, wirklich schade, weil Louis C.K. wirklich... Ich weiß gar nicht, ob du mich das mal gefragt hattest, ob es mal irgendein Interview war oder sowas. Da wurde ich mal gefragt, ob ich Vorbilder habe. Und da habe ich immer gesagt, dass ich kein Vorbild habe, sondern immer nur Menschen für so bestimmte Sachen bewundere. Genau aus so einem Grund, weil ich nämlich glaube, dass kein Mensch irgendwie ein 1:1 Vorbild für einen sein sollte, weißt du? Ja. Und Louis C.K. habe ich halt immer so für seine geilen Witze, seine Arbeitsmoral, seinen Output, Witze? Seine Kreativität. Also der war halt einfach ein sicker Typ. Mhm. Und ich habe dann geguckt, habe mich dann gestern mal selber getestet, ob ich quasi Kunst und Person dahinter trennen kann. Also ob ich noch über seine Witze lachen kann. Und die Antwort ist ja. Spannend. Also ich finde es schon noch sehr witzig. Spannend. Ich habe einen Kevin Spacey-Film reingeguckt. Nochmal, auch aus dem gleichen Grund. Komische Vorgehensweise eigentlich, aber habe es gemacht. Und ja, ich kann das auch total trennen. Aber es ist auch eine ganz spannende Frage, ne? Da setzen sich ja gerade auch viele Journalisten mit auseinander und Kolumnisten und schreiben sich das von der Seele, sollte man es trennen, sollte man es nicht trennen, wird er dadurch nicht weniger bestraft, wenn Netflix die ganzen Sachen nicht rausnimmt von Spacey und Louis C.K. und etc. Spannend. Ja. Gibt es da auch für mich keine finale Meinung zu, das ist so ein bisschen Ansichtssache tatsächlich. Ja, würde mich mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu meinen. Kommentiert doch mal, kann man Kunst und Personen trennen, sollte man es trennen, tralala, würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt zumindest bei Louis C.K. gemerkt, ich kann es ganz gut und ich finde ihn einfach witzig und es wäre auch echt schade, wenn ich den nicht mehr gut finden könnte. Also zumindest das, was er auf der Bühne macht. Von dem Rest möchte ich mich natürlich klar distanzieren. Das war ziemlich eklig und es tut mir sehr leid für die betroffenen Frauen. Mir auch. So. Und ich will kurz sagen, dass ich gerade absolute Scheiße gebaut habe. Ich habe mir hier parallel einen Tee gemacht, den ich trinke. Ich habe den Teebeutel rausgenommen. Okay. Wie es Teetrinker wie ich, die so einmal im Jahr einen Tee trinken, machen. Der war jetzt 25 Minuten in dem Becher. Tee ist kalt. Aber ich habe den jetzt rausgenommen und dachte, guck mal, hier liegt ja eine schöne Serviette, weil ich an meinem Schreibtisch sitze. Tunk den da rein. War aber ein Einstecktuch. So. Bist du ein Einstecktuch-Typ? Ist noch vom Comedy-Preis. Ich trage ja selten Sakko und Anzug und so, aber vom Comedy-Preis ein Einstecktuch.
Vielleicht sahst du deshalb so platziert aus. Vielleicht siehst du deshalb immer so platziert aus. Vielleicht macht es dieses Tuch. Das kann sein. Ich bin ja Fan von gut anziehen. Ich kann es nur nicht so zeigen. Ja, ich finde es manchmal auch geil, sich so abzusuiten, aber irgendwie. Irgendwie. Ich habe mir eine Winterjacke gekauft. Nee. Endlich. Übergangsjacke. Mr. Übergangsjacke hat sich eine Winterjacke gekauft. Ja, die ist richtig schön warm und muckelig und ich kann es morgen kaum erwarten, wieder rauszugehen. Ja, du kannst ja mal ein Foto, dann, wenn die Folge hier rauskommt, heute ist übrigens Montagabend, kannst du ja mal ein Foto in deine Instagram-Story packen, Tommy. Das die Leute wollen wissen, wie sieht denn der Tommy aus im Winter? Und weißt du, warum ich die brauche? Am Wochenende war, du weißt es ja, Karneval. Und jetzt ist wichtig, warm zu bleiben, damit man sich nicht erkältet, weil das Immunsystem sollte jetzt deutlich angegriffen sein nach diesem Samstag. Er war, wie erwartet, heftig. Ja, was habt ihr gemacht? Wir waren mit einem Kumpel vorher, haben ganz viel Bier getrunken und Mettbrötchen gegessen. Ab wie viel Uhr? Ab 10:30 morgens. Ab 10:30 Uhr morgens, aber ich habe ab 9 Uhr Kölsch getrunken schon. Okay. Ja. Und war dann erwartungsgemäß gegen 13 Uhr betrunken, 14 Uhr. Und dann ging es auf die Straße im Nieselregen und sonst wie und überall angestanden. Es war ja Samstag und der 11.11. Das war so voll wie nie wahrscheinlich, wa? Ja, ja, und ich auch. Und standst du überall an, 1,5 Stunden. Das musstest du einplanen. Das haben wir auch. Und dann ging es aber echt noch lang. Also ich war bis, klingt jetzt eigentlich kurz, aber dadurch, dass wir um 9 Uhr angefangen haben, ich war bis 1 Uhr nachts unterwegs. Das ist eigentlich für Karneval sehr lang. Normal fällt man so um 18 Uhr ins Bett. Und wofür steht man da an am Karneval? Bier zu trinken weiter, nur dann indoor. Ach, man geht dann rein irgendwo. Ich dachte, ja, genau, du gehst dann in irgendwelche Bars und da wird dann gesungen. Und, okay. Ich dachte immer, das findet alles auf der Straße statt. Ich weiß echt, ja, das auch, aber das ist eher so ein Touri-Ding. Aber ich weiß auch echt nicht, warum ich das immer mitmache. Es passt, wie gesagt, nicht zu mir kostümieren, Volksmusik, sonst wie. Ich gehe immer als Turtle. Immer. Du gehst immer als Turtle. Ja. Gibt es davon Fotos? Ja, kann ich auch online stellen. Ja, als Döner-Tello. Wieso gehst du immer als Turtle? Ich habe mir gedacht, irgendwann, ich hole mir mal einfach mal so ein teures Kostüm aus England bestellt für 130 Euro oder so und das ziehe ich jetzt einfach immer an. Fertig aus. Und das ist eine super Idee. So ein Ganzkörper-Moped. Ja, das ist ein sehr muskulöses Kostüm, da sieht man auch cool aus drin und so, das ist perfekt. Aber nervt das deine Freunde nicht auch langsam, wenn sie jedes Jahr so gut aussehe dann? Da ist der Turtle wieder. Ach so. Langweilig. Naja, nee, dann erkennt die mich wenigstens immer wieder. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ah ja. Naja. Okay. Also war guter Abend, würde ich sagen. Ja, voll. War guter Tag. Voll. Ey, mit der habe ich gerade auch eine Situation erlebt, mit meiner Freundin. So eine richtige, da weiß man auch wieder, dass das Leben nicht im Film stattfindet. Die war bei mir und ich bin heute Morgen noch und ich bin dann zur Arbeit gefahren. Sie wohnt nicht in meiner Stadt, nicht in Köln. Ich bin zur Arbeit gefahren und die war aber den ganzen Tag noch in Köln. Ist abends erst in den Zug gestiegen. Und ich habe mich auf der Arbeit ein bisschen verspätet. Wir wollten uns eigentlich noch sehen. Habe ich dann nicht hingekriegt. Ich wollte dann aber noch überraschend zum Bahnhof fahren und sie nochmal drücken und wie auch immer. So, und jetzt, warum es nicht wie im Film ist. Ich gucke extra in der Bahn-App. Geil, Gleis 3, fährt die weg. Wollte sie halt überraschen, ne? Park irgendwo im Halteverbot, renn da hoch, hab mich schon wie Hugh Grant sie umschlingen sehen. Bin auf Gleis 3, find die nicht. Noch 2 Minuten hatte ich laut Bahn-App. Und dann höre ich so, wegen Personenschaden und Wildunfall heute von Gleis 9. So, was passiert in einem Hugh Grant-Film halt nicht. Bin ich da hingerannt, war die schon weg. So, dann bin ich zurück. Strafzettel tatsächlich, 15 Euro. Dann sitzt im Auto und denk so, Alter, was ist eine Scheiße? So ganz, das passiert, Hugh Grant passiert das nicht. Der wäre halt mitgefahren. Und ich sitze im Nieselregen, außer Atem, 15 Euro und ein Typ ist gegen den Zug gesprungen. Naja, das war so mein Tag. Deswegen bin ich ein bisschen geladen heute, Felix. Ja, das Thema Hugh Grant ist auch ein großes. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, heute aufzumachen. Bitte nicht. Hast du denn wenigstens geistesgegenwärtig ein Foto oder einen Standort vom Bahnhof geschickt, um Selina, heißt sie ja, zu beweisen, dass du da warst und guten Willen zu zeigen? Quasi. Ich hab sie direkt angerufen. Und der hat sich gefreut. Sie hätte sich gefreut? Sie hat sich gefreut. Ach, sie hat sich sogar gefreut. Ja, ja. Das ist ja ja, aber du hast recht, ich habe es gar nicht bewiesen. Das heißt, ich kann das jetzt immer behaupten, solche Aktionen. Danke für den Tipp.
Das ist eigentlich ganz geil. Die freut sich wahrscheinlich eh wieder sehr, dass ich über sie rede. Das war auch sehr ironisch gemeint jetzt. Ja, vielleicht an der Stelle kann man Tommy auch mal ein bisschen bloßstellen. Und zwar der Tommy hat, und ich habe Selina versprochen, dass ich das publik mache. Und ich werde das hiermit als dusselig von Tommy markieren. Und zwar hat Tommy in einem Anflug von ein bisschen zu viel Outgoingness und und einen schlechten Scherz um jeden Preis machen, hat Tommy mal auf meine Frage, was war dein letzter großer Fehlkauf, mit meiner Freundin geantwortet und hat es natürlich mit einem Augenzwinkern versehen. Den man leider nicht sehen kann, wenn man einen Podcast hört. Den man leider nicht sehen kann. Und dann war Selina völlig zu Recht 2 Tage sehr, sehr sauer mit Tommy. Ich sag dazu jetzt nichts, ich bringe mich in Teufelsküche. Winterjacke, das war doch ein Riesenthema diese Woche. Ja, ich hab eine Winterjacke, ich habe mir letztes Jahr eine gekauft und seit ich die wieder trage, also es ist jetzt, du hast recht, das ist jetzt, ist langsam an der Zeit, wieder jackenmäßig aus dem Vollen zu schöpfen. Seitdem ich diese Jacke jetzt wieder trage, gebe ich auch einen Fick aufs Wetter draußen. Ich habe wirklich eine sehr gute Winterjacke, die unglaublich warm hält. Das ist geil, ne? Ja, das ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl. Immer, ich fühle mich dann sofort, ich habe die Jacke angehabt und wollte sofort irgendwo so ein Loch in ein Eis bohren und Fische angeln. So. Das war einfach, ich war da direkt so ein Bear Grylls Outdoor-Typ plötzlich in Köln-Ehrenfeld. So ist es bei mir. Habe ich dann doch für ein Avocado-Sandwich und ein Flat White Macchiato entschieden. Ja. Und den auch drinnen getrunken, ja. Ohne Jacke. Ey, ich habe eben noch einen krassen Artikel gelesen in der Zeit, dass Forscher immer weiter kommen in der, ich drücke mich jetzt sehr wissen. Stopp, Tommy. Ja. Ich muss, bevor ich es vergesse, wir wollen das sofort hören, was du gleich erzählst, aber ich habe was richtig Krasses gerade gesehen. Ja, bitte. Und zwar habe ich im ZDF nachmittags Alte Leute Fernsehen heute gesehen, dass, und das ist jetzt wirklich wichtig in puncto Verbraucherschutz, in ganz vielen Restaurants, die haben 14 Restaurants getestet. 14 oder 40? 14, Tommy. 14. Die haben in Tommy 14 Restaurants und die haben in 14 Restaurants Seezunge bestellt. Das, ich habe die Vorschau gesehen. Und in 8 aus 14 war es Pangasius-Filet. Ja. Ja. Deshalb Augen auf beim Fischkauf, sage ich ja immer. Weil das verhält sich nämlich folgendermaßen. Seezunge aus der Nordsee. Richtig feiner Fisch. Ganz, ganz toller Fisch. Und dieser Fisch kostet im Kilo 70 Euro. Ja? Hingegen dieser widerliche Zuchtpangasius, was ein asiatischer Wels ist, der einfach hässlich ist. Der hässlich ist und zu 100% mit Antibiotika gefüttert wird, kostet im Kilo nur 5 Euro. Und jetzt rechnet euch mal aus, was da für Margen für diese Restaurants, die die Leute da verhohnepiepeln bei herausspringen. Also ja, das kann wirklich nicht sein. Die Gastronomen da oben machen eh, was sie wollen. Der kleine Mann muss es fressen, du Felix. Der kleine Mann auf dem Rücken vom kleinen Mann. Der kleine Mann muss es fressen. Das einzig Blöde jetzt für euch da draußen ist, man kann sich nicht davor schützen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, kein richtiger Fischkenner ist, gibt es leider keine Lösung. Also man kann es dann jetzt auf dem Teller so als Nicht-Experte nicht irgendwie nachprüfen oder sowas. Man muss sich dann einfach damit abfinden. Ich wollte euch nur für das Thema sensibilisieren und überhaupt erstmal sagen, es ist ein Thema, es gibt da draußen Leute, die verkaufen euch Pangasius für Seezunge. An die Auszubildenden im ersten Jahr und die Erstsemesterstudenten draußen, esst nicht mehr so viel Seezunge für 37,50 beim Restaurant nebenan. Geht mal lieber wieder in die Unimensa. Lieber wieder in die Unimensa. Da stehen die Leute wenigstens dazu, dass es Pangasius Filet ist. So. So, Artikel in der Zeit. Was war los? Ja, ich drücke mich jetzt auch sehr wissenschaftlich aus. Forscher kommen immer näher in der Sache. Unendliches Leben. Es gab ja 2009, haben sie da in der Hinsicht auch schon einen Nobelpreis Forscher bekommen dafür, dass sie bei irgendwelchen Chromosomen irgendwas entdeckt haben. Keine Ahnung. Mir geht es eher um die philosophische Frage dahinter. Weil das hat mich sehr lange beschäftigt, weil der Autor darin auch immer wieder Fragen gestellt hat, ob das wirklich denn ein lebenswertes Leben wäre, das unendlich ist. Wie siehst du das denn? Ich bin da hin und her gerissen. Ich hätte überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube, ich nämlich generell auch nicht. Aber irgendwann kommt der Punkt, oder käme der Punkt in so einem Leben, wo das möglich wäre, wo man sich dafür entscheiden müsste. Und da frage ich mich immer, hätte man dann die Eier zu sagen, nee, ich wäre einer von denen, der stirbt. So, die anderen haben... Also Stand jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, Feuer, ich will, lasst mich gehen, ich habe keinen Bock. Also, unendlich ist halt auch wirklich lang, Tommy. So, das ist, vor allem, es hat der Artikel halt nicht aufgedröselt.
es ist ja auch die Frage, unendliches Leben heißt, ich bleibe so entwickelt wie jetzt, also ich bleibe immer 28, oder bin ich dann die ganze Zeit wirklich so ein alter Sack? Das ist ja die große Frage. Weil das macht das Leben ja, also ich habe ja keinen Bock, unendlich in einem Bett zu liegen und gedreht zu werden von irgendeinem Zivi, der nach Billigtabak riecht und mich eincremt mit Aldi-Creme. So, da habe ich keinen Bock drauf. Aber jetzt so 28 zu bleiben, mein ganzes Leben, so Benjamin Button auf Stopp, das finde ich, weiß ich nicht. Benjamin Button auf Stopp-Button? So, genau. Ja. Ja, nee, also ich hätte keinen Bock drauf. Unendlich ist mir zu lang. Ich glaube, vielen Dingen wird auch erst irgendein Wert und irgendeine Relevanz zuteil, dadurch, dass es eben alles endlich ist und so bla. Und Rente jetzt, wird auch schwierig. Rente wird schwierig. Also ich hätte wirklich keinen Bock drauf, nee. Du bist echt damit hin und her überlegen, ja, warum denn? Also was willst du denn machen, Alter? Ich kann mich ja so schon kaum beschäftigen, wenn ich mal nicht auf Tour bin und mir... Naja, schon, wenn du deine Freundin sagst oder deine Kumpel sagen, wir wollen zu der Gruppe gehören, die weitermachen. Und du sagst dann irgendwann, nee, kein Bock. Oder stell dir vor, du bist Bestatter, ist auch scheiße dann. Weißt du, was ich mir auch richtig gefragt habe? Weißt du, was auch richtig kacke ist? Wenn du einfach dich 2012 ungefähr dazu entschieden hast, ich mache eine Videothek auf. Ja, klar. Videotheken gibt es einfach nicht mehr. Geil, und auch der Typ, der das MP3 verkauft hat, das Patent für $50,000. Echt? Ernsthaft? Ach krass. Nee, aber lass uns noch kurz über Videotheken reden, weil ja, bitte. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr verkopftes Ding von vornherein immer schon gewesen. Und was machen die Leute jetzt? Also, es gibt einfach keine Videotheken mehr, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Die haben jetzt bestimmt diese Shops, wo so Freaks irgendwie mit so Actionfiguren rumspielen, so Comicbücher und so. Sowas machen die vielleicht jetzt. So Comicbücher. Oder die haben halt wirklich alles auf Pornos gesetzt. Was sind eigentlich. Ist ja auch schwierig. Wozu gibt es eigentlich diese Wix-Kabinen? Da geht man rein zum Wixen. Ja, aber was ist daran besser, als zu Hause zu wixen? Ich weiß, ich habe es nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Aber findest du nicht auch, dass Videotheken immer schmuddelig waren? So vom Gefühl her. Man ist da reingegangen und wollte nichts anfassen. Aber vielleicht war das wieder der Monk in mir. Aber ich fand das immer so ein bisschen siffig, so alles so. Auch die Leute, die da arbeiten und so. Siffige, eklige Leute. Ja, ja. Ja. Nee, ich fand Videotheken jetzt auch nicht cool, ehrlich gesagt. Und damals war es schon. Auch, ja. Ich habe nur ab und zu mir mal, als ich noch in einer WG gewohnt habe, habe ich mir da ab und zu mal einen Controller oder so ausgeliehen, wenn wir irgendwie Playso zocken wollten zu mehreren Leuten. Oder halt irgendwie mal, als ich noch kein Geld hatte, halt irgendwie irgendein Playso-Spiel zu zocken, was ich einfach mir nicht kaufen wollte oder nicht leisten konnte oder sich nicht gelohnt hätte für einmal spielen. Aber jetzt so aktiv losgegangen so und heute Abend gucke ich mir mal einen Film an, so auf keinen Fall, Alter. Ich finde es damals, ich war ein paar Mal da drin und ich fand es auch damals schon sehr anstrengend, sich auf einen Film zu einigen. Ja, aber das ist ja nichts schlimm. Gegen heute, ne? Wenn du mit deiner Freundin oder mit einem Kumpel oder Kumpels vor Netflix sitzt und dann diskutierst, was gucken wir jetzt? Alter, da habe ich schon Wochen mit verbracht. Ganz ehrlich. Ich mach Netflix gar nicht an, wenn ich nicht vorher weiß, was ich gucken will. Ja, das ist auch sinnvoll, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Theorie, auch bei Spotify, dass jetzt, also früher war es ja so, wir haben eine CD gekauft, auch eine Maxi-CD, war ein Instrumental drauf, ein Radio-Edit und vielleicht irgend noch eine verrückte Version. Dann haben wir die reingelegt für 14 Mark und haben die gehört. So haben wir uns da vorgesetzt und die gehört. Und jetzt hast du halt einfach, ist diese Schleuse komplett auf zu jeder Musik und jeder Serie und allem. Und das Übergangangebot ist so groß, dass das Besondere irgendwie weg ist, ne? Also es ist nicht mehr, also ich höre Musik teilweise manchmal nur noch als Hintergrundbeschallung. Ich mache irgendwas an, so Mix der Woche oder jetzt brauche ich, was weiß ich, zum Arbeiten höre ich manchmal Jazz im Hintergrund einfach oder irgendwie so ein Kram. Oder jetzt höre ich Hip-Hop und das, aber immer so im Hintergrund und ich höre das nicht mehr so aktiv. Ist das bei dir auch so oder ist das nur ein Phänomen, was ich bei mir feststelle, dass ich irgendwie diese Besonderheit gar nicht mehr so sehe bei Musik, sondern dass das einfach so ein wegklickbares Medium geworden ist, so ach, langweilt mich, nächstes Lied. Und ich setze mich gar nicht mehr damit auseinander. Und das verärgert mich eben, weil Musik ja sowas unfassbar Besonderes ist eigentlich. Weil der Mensch das einfach aus sich heraus gestaltet hat. Aber irgendwie
ist der Zug da für mich, fährt da langsam ab. Ich nehme das nicht mehr so als besonders wahr. Wie ist das bei dir? Ich bin schon mein Leben lang krasser Musikkonsument. Also Musik ist mega wichtig für mich und in meinem Leben. Größtenteils Hip-Hop auch. Ich höre immer noch sehr viel Musik und ich finde sowas wie Spotify und so eigentlich ziemlich geil, weil es bei mir eher das Gegenteil bewirkt. Also ich entdecke durch Spotify eher neue, ach, cool, eher neue Musik. Und ich höre halt immer im Auto Musik so. Ich habe auch eine ziemlich geile Anlage im Auto, glücklicherweise, die da Audi irgendwie verbaut hat. Die ist richtig killer. Wenn sich da nicht mal wieder eine Ratte dazwischen gesetzt hat. Wenn ich keine Ratte im Subwoofer habe, ist richtig geil. Nee, Audi hat nämlich, die haben früher mal mit Bose zusammengearbeitet und jetzt arbeiten die mit Bang & Olufsen zusammen. Und da habe ich so ein fettes Bang Olufsen Soundsystem. Das hat meine Art Musik zu hören richtig verändert, weil ich... Es ist halt so geil einfach, wenn du so perfekt, also man hört Musik ja völlig unter Wert. Ich habe auch nie Leute verstanden, die einfach Musik über einen Laptop hören. Also unfassbar, einfach, oder? Einfach Handy. Musik auf dem Laptop anmachen oder übers Handy. So. Also da muss mindestens so ein Bluetooth-Speaker irgendwo am Start sein. Oder halt irgendwelche guten Kopfhörer oder halt am liebsten im Auto. Und ich habe angefangen, Alben mehr zu hören wieder, auch wenn der Trend ja eigentlich voll weggeht von Alben. Das ist zum Beispiel ein Effekt, den Spotify hat, dass es mehr in Richtung Hits geht als in Richtung Absolut. Richtig Alben. Aber es gibt halt auch die ganzen Alben auf Spotify so, und ich höre mir dann einfach wirklich so auf langen Autofahrten von einem Künstler, den ich interessant finde, von Lied 1 bis zum Ende einfach ein komplettes Album durch. So. Ach cool. Und das ist echt cool, das macht sehr viel Spaß. Das mache ich nämlich gar nicht mehr. Das hängt bei mir aber auch echt viel mit Autofahren zusammen, weil sonst hätte ich auch nie die Zeit dazu, das zu machen, aber im Autofahren bietet sich das halt perfekt an. Und was ich noch ganz geil finde bei Spotify ist, wenn du ein Lied hörst und er dann einfach so eine Playlist laufen lässt, die so ähnlich, das mit so ähnlichen Liedern. Ne? Das stimmt. Das ist richtig geil und da entdecke ich halt voll viel neue Musik. Also ich sehe das tatsächlich genau anders als du. Okay, sehr spannend. Das ist spannend. Ja, krass. Ich habe mir durch unseren Podcast habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Das habe ich ja vorher gar nicht gemacht. Stimmt, du hast ja gar nicht so Plan von, ne? Ich weiß noch, als wir so ein Vorgespräch mal hatten diesbezüglich. Und ich bin ja schon totaler Podcast-Junkie, also von den Großen. Also ich habe halt so Fest und Flauschig vor allem und halt auch Podcast-UFO und so und alles Mögliche, auch amerikanische. Und du hast ja immer so genickt und so, okay. Und hast dich dann da ja so reingehört. Und was hörst du denn jetzt so? Ja, ich höre jetzt immer noch nicht viel. Ich höre... Ja. Es gibt einen so ein, es gibt, das ist eine Radiosendung eigentlich, die hier in Berlin in Kreuzberg aufgezeichnet wird für Flux FM und irgendwie noch für irgendeinen anderen Radiosender, den ich aber nicht kenne. Die heißt Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Und dem also, Steiger? Steiger, genau. Ja. Steiger halt der Maulsteiger. Mhm. Und Steiger, bester Mann. Ich hab ihm übrigens bei Twitter geschrieben, dass er mich mal gefälligst einladen soll als Studiogast. Aber seid ihr Dicke oder was? Nee, gar nicht, der kennt mich nicht. Achso. Aber ich finde halt den Podcast interessant und ich stehe halt voll auf Rap und Deutschrap, so, das ist so mein Guilty Pleasure. Ich habe auch Rap-Update-App, das ist die schlimmste App der Welt, ey. Das ist so richtig Clickbaiting, eklig, das ist sowas wie Promi-Flash. Ich wollte gerade sagen. Nur so richtig speziell halt auf so Rapper so. Und die haben immer Überschriften mit, ihr werdet nie glauben, wer diesen Rapper gesigned hat. Oder dieser Rapper wurde von einem Messer attackiert. Das ist immer so, es ist richtig eklig. Also das eklig, West Coast aber, Bento quasi. Ja, aber ich stehe voll drauf. Und genau, ich höre mal die wundersame Rap-Woche. Und ich habe einen richtig geilen Podcast entdeckt. Und zwar wollte ich eigentlich Ego boosten, damit ich mir danach in Ruhe einen runterholen kann. Und habe in den iTunes-Charts geguckt, auf welchem Platz wir sind. Ja. Und wir waren eine Platzierung schlechter als sonst. Und habe ich geguckt, okay, krass, wie kann das denn sein? Ja, und habe auf Platz 1 nämlich einen Podcast entdeckt von einem Journalisten vom NDR. Der hat nämlich einen fetten Podcast über die Paradise Papers gemacht. Der war nämlich Teil dieser Journalisten-Armada, die da die Paradise Papers bearbeitet und dann publiziert haben. Das tut mir auch so leid, ne? Die armen Leute, oder? Nee, dass du schon, du bist Journalist und deckst was auf, was eigentlich die ganze Welt umkrempeln müsste. Aber die Menschen, ähnlich wie beim Klimawandel, die interessiert das halt nicht. Das finde ich so, das ist dann so Thema, das wird dann so künstlich aufgebauscht. Aber wirklich, Lieschen Müller da draußen kratzt das ja nicht. Die sagt, ja, die Reichen bescheißen immer. Ja, darum geht es ja nicht, Lieschen Müller, sondern es geht jetzt darum, dass Firmen, bla bla bla, und keine Steuern und andere müssen steuern und Amazon nicht und wie auch immer. Ja, aber das ist mir alles so, das ist mir nicht wild genug. Das ist halt ähnlich wie beim Klimawandel. Der Klimawandel betrifft uns jetzt so langsam,
sieht man die Ausmaße, aber erst so richtig heftig, wenn die Menschen ja alle tot sind. Das ist halt das gleiche Ding. Und das tut mir so leid für die Journalisten, die da so fantastische Arbeit geleistet haben, eigentlich wie die Polizei gearbeitet haben, oder Detektive, sagen wir es so. Aber irgendwie, ist dann einmal ein Titelblatt im Spiegel, im Fokus Stern, in der Zeit, und dann war es das. Und das ist ja irgendwie so schade. Ändern wird sich nicht viel. Ich meine, die Panama Papers gab es ja auch schon, hat sich auch nicht viel verändert. Ja. Gibt halt ein paar Rücktritte und dann kommen die nächsten neuen Leute, die es nicht anders machen. Genau. Und aber den Podcast kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sind, glaube ich, 6 Folgen. Und da geht es halt so ein bisschen um die ganze Recherche drumherum, so wie die vorgegangen sind und halt auch inhaltlich. Ja. Und halt echt ganz geil gemacht, so ein bisschen wie so ein Hörspiel. So. Das habe ich neulich auf einer langen, verkopften Autofahrt von Soest nach Berlin durchgehört. Kann ich sehr empfehlen. Also genau, ich von bin jetzt Soest nach Berlin. Von Soest nach Berlin. Ich war mal auf der. Ich auch. Da gibt es eine geile Talsperre. Das ist ganz interessant. Ich war auf der Allerheiligenkirmes in Soest, weil wir da was gedreht haben für 1Live. Beziehungsweise wir wollten was drehen und wir haben keine Drehgenehmigung bekommen. die haben uns nicht auf diesem Scheiß Rummel gelassen. Echt dachten jetzt? Wir gaunern uns da irgendwie rein. Das ist aber auch deren ganzer Stolz. Aber warum eigentlich? Weil die soll angeblich so, also ich kenne 2-3 Leute aus Soest, die kannst du mit 2 Sachen provozieren. Einmal, wenn du diese Kirmes beleidigst und wenn du Soest sagst, dann tun die so, als hättest du deren Mutter gegessen. Also ehrlich, das ist so deren Ding irgendwie. Okay. Sonst haben die, glaube ich, nicht so viel. Die haben wirklich nicht viel da. Also ja. Soest ist nicht so schön und da war noch so ein ganz schlimmer Ort davor. Oder da drumherum. Wie Dortmund. Heißt, was gibt's noch? Boah, jetzt ist gefährliches Halbwissen. Was ist da? Unna und sowas? Oder ist das, Unna! Ja? Unna! Thomas Unna. Schmidt, Erdkunde LK. So. So. Ja, nee, das sind so die Podcasts, die ich höre. Unna. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, schickt es mir gerne. Dafür, dass ich halt vorher nie was gehört habe, finde ich das schon ganz gut. Und was ich immer nicht weiß, Tommy, ich höre ja unseren Podcast auch. Also, weil es ist immer komisch, weil irgendwie, klar, muss ich mir den anhören, so ich muss ja wissen, habe ich irgendeine Scheiße erzählt oder wie ist die Soundquali, aber es fühlt sich schon immer ein bisschen so an, wie sich selber beim Wichsen zu filmen. So. Voll. Und sich das dann anzugucken. Die Titanic hat das letztens, dann wiederum einzuwichsen. Ja, die Titanic hat das letztens auch ganz gut geschrieben. Die hatten so in ihrem Newsflash da so, was ist Christian Lindner eigentlich für einer? Und dann Antwort, einer, der beim Joggen den eigenen Podcast hört. Und das fand ich, das ist so brillant. Und so fühle ich mich tatsächlich, ich habe es letztens, weil ich auch zum Nachhören, habe ich irgendeinen Schwachsinn erzählt, beim Duschen gehört. Und das fühlte sich auch so falsch an, wie ich so nackt unterm Wasser stehe und meine eigene Stimme höre. Ich habe ganz schnell, mich aus der Dusche raus, schnell Radio angemacht und dann lief dann Max Giesinger oder so, war auch nicht besser, und dann habe ich schnell Radio ausgemacht. Also es war, das ist echt ein bisschen unangenehm. Man ertappt, es ist ja einfach, irgendjemand hat das gesagt, ich glaube, Micky Beisenherz ist so, dass, oder, das war Friedemann Weise. Friedemann Weise, kann man auch mal verwechseln, die beiden. Ja. Friedemann Weise gesagt, was hat er gesagt? Das ist der verbale Selfie? Nein, das verbale Podcast, Selfie? Podcast ist ein Selfie, ist wie ein Selfie von einem Gespräch. Perfekt. Und immer wenn man ein geiles Selfie von sich macht, wo man selbst sagt, hey, da sehe ich aber fantastisch aus. Oh Moment, das bin ich ja. So fühlt man sich auch, wenn man einen Podcast anhört. Man fragt sich dann auch, warum macht man das eigentlich? Aber es ist einfach Eitelkeit, oder? Ja, es ist Eitelkeit. Wie gesagt, ich rechtfertige es mir auch immer ein bisschen mit Professionalität, weil man ja schon irgendwie, also ich gucke mir auch Videos von mir an, so. Ja. Muss ich ja auch. Also ich gucke mir auch Videos von meinen Auftritten an. Ja. Einfach um irgendwie zu mit gucken, Marvin so. Gaye im Hintergrund. Mit Marvin Gaye im Hintergrund. So stehe ich komisch, so ist die Mimik gut. So, wir sind teilweise Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, so, Dicker, was machst du da mit deinem Arm, Alter? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ich merke das überhaupt nicht. Ich habe mal eine Zeit lang so ganz komisch meinen Arm immer so hochgenommen, wenn ich irgendwas erzählt habe, so, ja. Und dann habe ich den aber so richtig spannungslos einfach runterschlabbern lassen. So, also ich habe ihn nicht wieder runtergemacht, sondern richtig runterschlaps. Zum Glück war es der Arm. Louis C.K. macht das mit was ganz anderem so. Louis C.K., ja, aber da schlabbert es ja nicht. Stimmt. Aber da dachte ich mir auch so, was machst du denn da, Alter? Und ja, das deswegen, stimmt schon. Deswegen macht es schon Sinn, sich seinen eigenen Scheiß mal reinzuziehen, aber halt nicht öfter als einmal. Also man sollte dann, also bis man quasi die Analyse abgeschlossen hat. Also ich umso werde schöner jetzt Podcast ist es ja, umso nicht, schöner ist es ja auch, umso schöner ist es ja auch, dass wir halt ja auch Feedback bekommen. Und ich möchte ein Feedback herausheben, das fand ich wunderbar, von einer jungen Dame, den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Die hat mir über Instagram geschrieben, dass sie mit diesen neuen iPhone-Kopfhörern, die ja kein Kabel haben,
Macht sie sich auf der Arbeit rein, macht die Haare darüber, damit der Chef das nicht sieht und tippt dann irgendwas und hört dabei Podcast. Das fand ich, der Gedanke ist einfach sehr schön, dass wir hier zusammen sind. Ich hoffe, sie ist nicht Ärztin erzählen. Oder sowas. Chirurgin. Nee, die Fluglotsin. Fluglotsin. DJ. Was ist mit dem Airbus? Die reden hier gerade über Tommys Übergangsjacke. Ja, das wär sehr witzig. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ja. Ich habe auch irgendeine Mail bekommen, die ich wirklich interessant fand, aber ich habe leider komplett den Inhalt vergessen gerade. Cool. Und weiß auch nicht mehr, wer es geschrieben hat, deswegen kann ich es auch nicht raussuchen. Deswegen war das richtig gegenstandslos, dass ich das gerade aufgegriffen habe. Ich glaube, ich wollte nur sagen, dass ich auch Mails bekomme. Wahrscheinlich hast du von, wie wir alle, von Xing oder LinkedIn irgendeine Nachricht bekommen. Bist du bei Xing oder LinkedIn? Wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Ja, und ich bin da noch und ich kriege dann immer Nachrichten, XY hat jetzt seinen Job aktualisiert. Und immer wenn man bei Xing reinguckt, dann sind alle deine Freunde aus der Schule damals, also auch die ganzen Pappnasen, die früher sich da vor dir in der Cafeteria standen und Käsestangen gekauft haben, jetzt irgendwelche Controlling, Development, Facility, Accountant, Manager und du weißt einfach, an Weihnachten leihen die sich, versaufen die auch den Fuffi von Oma. So. Das ist alles, alles zu heiß. Wird alles zu heiß gegessen, wie es. Irgendwas wird gekocht und irgendwas wird heiß gegessen, Felix. Glaub mir. Nee, Tommy, dann lass ich dich jetzt einfach mal sterben. Die essen auch nur mit kochendem Wasser. Nein, ich weiß nicht. Das wurde auch heißer gekocht als gegessen, heißt es, glaube ich. So, danke. Deswegen du Bühne, ich hinten beim Catering. Und hinten beim Catering. Hast du gerade irgendwelche neuen spannenden Projekte, über die du reden darfst oder willst? Oder? Nö, ist alles beim Alten. Alles beim Alten. Wir haben jetzt mit ein paar Leuten so eine... Nee, kann ich nicht drüber. Da rede ich beim nächsten Mal drüber, versprochen. Ja, ich muss jetzt klären, ob ich drüber reden darf. Ja, ich habe auch so ein paar spannende Sachen, die gerade so in Development sind, aber alles noch zu unkonkret und ich hasse es, auf Sachen einerseits zu warten, bis ich irgendwelche Entscheidungen kriege und andererseits hasse ich es, wenn ich Informationen habe und die noch nicht weitergeben darf. Das ist das Schlimmste für mich. Das ist so eine Quälerei. Ich würde euch das da draußen so gerne erzählen, aber du hast im Rubbellos gewonnen. Ich darf noch nicht, Alter. Ich habe rubbellos gewonnen. Wie lange sind wir eigentlich heute schon, Tommy? Ich habe gar nicht. Ganz egal. Mir wurde nämlich auch gesagt, ihr seid deutlich zu kurz. Ja, dann kannst du dieser betreffenden Person auch mal sagen, dass ich auch mal ganz gepflegt in Ruhe lassen soll. Wir machen das hier alles in unserer Freizeit. Wir kriegen hier keinen Cent Geld und ein Gespräch dauert nur mal so lange, wie ein Gespräch dauert, werter Herr User. Ich krieg Geld dafür. Du kriegst Geld dafür von wem? Nein, ich krieg kein Geld dafür. Irgendwann vielleicht. Ja, wenn wir Geld dafür kriegen, dann müssen wir es übrigens, publik machen, wenn wir Geld dafür kriegen, ja? Also finde ich, dass wir das dann schon sagen sollen. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Wir kriegen kein Geld dafür. Aber ich betone, wenn irgendjemand Geld geben will, yalla, her damit. Du sagst ja immer, ich habe ja eben noch gesagt, ich habe keine Pläne, aber ich betone jetzt trotzdem, motiviert und optimistisch, ich kriege noch kein Geld dafür. Sag ich einfach mal. Sag's einfach mal. Ja. Weil es ist ja, ich habe ja Master PR studiert und du hast ja noch nicht fertig gemacht, Tommy. Genau. Ich bin da juristisch auf der sicheren Seite. Ich habe einen Kumpel, der ist Jurist, gefragt. Wenn ich sage, ich habe Master PR studiert, das ist tatsächlich richtig. Ich habe es nicht zu Ende gebracht, das stimmt. Den Bachelor und das Volontariat. So. Nee, pass auf. Und das ist dann ja relativ. Wir kriegen ja vielleicht, theoretisch kriegst du schon Geld dadurch. Ja. Durch neue Aufträge, die du dadurch generierst. Ja, mittelbar halt, genau. Exactly. Ja. Du kriegst noch Geld von mir übrigens. Ich habe dir noch die 50 Euro für die Soundcloud-Flat noch nicht überwiesen, Tommy. Und ich sag dir auch, warum. Weil du kein Geld hast. Weil ich kein Geld mehr habe. weil ich habe nicht dran gedacht. Ich habe es vergessen. Ist ja nicht schlimm. Sammy-Sandwich mit Miracoli drauf. Alter, ich hatte mal so eine ganz komische Phase. Da habe ich, Brötchen mit, also so Schrippen, einfach so halbiert. Und dann einfach mit Remoulade gegessen. Boah, ey. Also nur mit Remoulade so. Richtig hässlich. Ich verachte ja Bäcker, die überall Remoulade drauf machen, um Geld zu sparen. Und du isst nur Remoulade. Ja, es war auch nur eine Phase, eine kurze, aber sehr intensive Phase. So eine leere Phase. Kühlschrankphase, wo man aufmacht, da ist nur Licht und Senf drin. Licht und so eine halbe Flasche Billig-Gin. So nee, Finsbury oder sowas von Lidl. Da habe ich sogar noch zu Hause gewohnt. Ich weiß auch nicht, wo ich diese Remoulade her hatte. Also nur sein. Mein Vater Frankie hat nie Remoulade gekauft.
Ich weiß nicht, wo das herkam. Vielleicht, ja, es war eine kurze Zeit und es war eine eklige Zeit, aber es war eine Zeit. Aber es war nicht die Zeit, in der so aufgepumpt warst, weil damit hättest du ja nicht deine Muskeln stählern können. Mit Remoulade, da ist ja nicht viel drin. Ja, aber da war ich schon auf einem guten Weg. Oder hast du immer schön Proteinshakes? Proteinshakes? Ich frühstücke ja immer Magerquark mit Haferflocken und Orangensaft als Shake. Echt? Alles zusammen? Ja, das ist richtig lecker auch. Aber Molke mit Zitrus, also Magerquark mit Orangensaft, geht klar? Ja, wenn man es halt direkt, also ich würde es wahrscheinlich nicht lange stehen lassen, aber jetzt so das Machen, das direkt danach trinken, das schmeckt sogar ziemlich lecker, ja. Und ist halt, da ist halt erstmal alle drin, was man so braucht als, das stimmt. Als wannabe Fitness-Uli. Wobei, es gibt auch interessante Diätkonzepte. Also dazu mache ich, da mache ich jetzt, glaube ich, ein zu großes Thema auf. Und zwar gibt es eine Diät, die heißt Renegade-Ernährung. Und da ist das Konzept, dass du 16 Stunden am Tag nichts isst und dann halt 8 Stunden Zeit hast zum Essen. Aber in der Zeit schläft man doch. Nee, also in diesen 16 Stunden sollte dein Schlaf sinnvollerweise mit drin sein. Ich dachte schon. Und man sollte halt nach dem Aufstehen die ersten 4 Stunden nichts essen, weil man dann irgendwie über Nacht gibt es irgendeine Wachstumshormonausschüttung und Wachstumshormone sind super zum Abnehmen und deren Gegenspieler quasi ist Insulin. Und Insulin kriegst du ja, wenn du irgendwie was isst, so Kohlenhydrate, gibt es Insulinausschüttung. Und man kann quasi die bloße Arbeitszeit von den Wachstumshormonen einfach verlängern, indem man morgens nicht direkt irgendwie was isst. Und dann hast du so eine Under-Eating-Phase, da isst du 4 Stunden lang ein bisschen, größtenteils Proteine. Und dann hast du eine Overeating-Phase, wo du eigentlich essen kannst, was du willst, wo du dann einfach deinen Tagesbedarf an Kalorien voll machst. Okay. Und dann isst du wieder 16 Stunden lang nichts. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und das ist richtig, richtig gut. Aber ich schaff's gerade irgendwie nicht. Ich bin gerade nicht gut in so konsequenten Durchziehen von irgendwas. Ist ein bisschen nervig. Ja, mein Gott. Bist du ein gut anzusehender Kerl, Felix. Ja, Tommy, aber ich werde auch älter und irgendwann wird es auch immer schwerer noch. Kriegst du eine Plauze? Dann? Nee, ja, weiß ich nicht. Ich war noch. Ich also, so bist du dann so ein junger Vater mit so einer engen Speedo am Beckenrand, so. Manuel! Nee, du hast ja selber Manuel mit zweiten Namen. Ich heiße Manuel mit zweiten Namen. Ja. Nee, also ich habe eigentlich keine Veranlagung, dick zu werden, aber ich. Ich auch nicht. Ich möchte auch einfach eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil des Jobs. Ich glaube, ich sollte auch einigermaßen aussehen. Auf nee, Bühne. Das finde ich nicht. Comedians. Findest sind du nicht? Ich glaube, du machst es dir. Jawohl, das ist Teil deiner Figur, fit zu sein, vernünftig auszusehen. Aber generell machen es die Deutschen einem einfacher, wenn man scheiße aussieht. Weil sie dann, der kann so schön über sich selber lachen, sagen die Deutschen dann. Also das ist so meist befürchtet. Bei ja, dir ist es wieder speziell, weil deine Rolle sehr gut dazu passt. Würdest du jetzt eine andere Comedy machen, hättest du es schwerer, glaube ich schon. Das kann sein, ja, weiß nicht, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, eine richtige Rolle zu sein, oder? Doch. Also ich bin, findest du? Ja, aber nee, also nicht, keine Sorge, du bist jetzt nicht festgefahren auf der Junge aus dem Ghetto, aber da draußen sehen dich die Leute als der, das ist doch dieser, das siehst du ja auch, wenn du ein Video postest und dann schreiben irgendwelche Leute drunter, das ist der, den ich meinte, der Blonde mit den dicken Armen, der so geil Berlin hat und coole Geschichten erzählt, gute Beobachtung hat. Das ist, so wird man ja schon kategorisiert, immer. Das ist ja auch normal. Also, wenn du jetzt Fan bist, weißt du ja auch, wofür XY steht beim Hip-Hop oder so ist es bei der Comedy ja auch. Ja, wofür stehst du, findest du? Wie würdest du dich, was wären die Attribute, wenn man sagt, das ist der, von dem ich dir neulich erzählt habe, der Typ, der? Im Windschatten von Felix Lobrecht gerade die Bühnen die Podcast-Welt in den Arsch fickt. Das ist über mich. Ich kann das, ich möchte das. Ich bin keine Rampensau, deswegen kann ich das gar nicht so gut sagen. Das stimmt überhaupt nicht, dass du keine Rampensau das bist, stimmt Tommy. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Du bist so, du suchst offensiv das Gespräch. Bin im Hintergrund der Extrovertierte, sagen wir es so. Ja. Sagen wir es so. Würdest, ja. Lass uns mal das nächste Mal darüber reden, das würde mich mal interessieren. Ich habe sowieso noch ein paar. Ich habe dir neulich voll die geile Idee geschickt und du bist überhaupt nicht drauf eingegangen. Oh, da war ich mal. Richtig bockig. Da war ich bestimmt gerade busy. Nee, da warst du einfach nur mal wieder ein Arschloch. Und zwar habe ich dir vorgeschlagen, dass wir zur 10. Folge, zur Jubiläumsfolge, machen wir zeitgleich, während wir den Podcast aufnehmen,
Instagram Live oder Facebook Live und beantworten Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Die können dann quasi live zugucken, wie wir aufzeichnen, gleichzeitig Fragen stellen, die wir dann beantworten werden. Und das Ganze nehmen wir aber auf und stellen es als ganz normale Folge online. Finde ich eine super Sache. Ja? Und da kam halt wirklich nichts von dir. Nichts, Tommy. Da kam einfach nichts zurück. Ich bin ein großer Fan von der Idee. Ich bin, ich habe, man lernt ja überall, man muss sich rar machen, auch mal nicht zurückschreiben, egal ob in Flirtereien oder im Beruf oder auch mit Felix Lobrecht im Podcast. Das ist irgendwas Politik. Dazwischen. Das ist wirklich irgendwas zwischen uns. Also es ist irgendwas, es ist so ein bisschen Beruf, aber auch ein bisschen Flirten. Aber auch ein bisschen knistern, ja. Es knistert schon ein bisschen auch, ja. Wenn du ein Typ wärst, ne? Boah. Ja. Ja. Ach, okay, also machen wir das, ja. Also das ist jetzt die 8. Folge, dann die 9. Folge noch ganz normal und dann die 10. Folge. Bist du bei der 1 Live Krone? Ja, ich habe eine Aufzeichnung. Ich arbeite auch für Luke die Woche und ich und da haben wir eine Aufzeichnung an dem Tag. Das ist ein Donnerstag. Das ist die Krone, kann ich leider nicht. Ach, kommst du nicht zur Aftershow-Party? Nee. Wo ist das? Okay. In Bochum, glaube ich. Bochum, ja klar. Ah. Ja. Du gehst also hin. Ich weiß es nicht, ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Doch, geh mal hin. Ich bin eigentlich nicht so der. Ja, aber ich kann ja auch nicht so, ich sehe nicht so platziert aus wie du. Du bist jetzt Gesicht des Senders. Ich bin das eigentlich Gesicht. Wie kann man eigentlich, wie geil das ist? Du bist ja das Gesicht eines Radiosenders. Sehr lustig eigentlich. Das ist gut, ja. Okay, dann nicht einzeln. Ja, dann überlege ich noch, ob ich da hingehe, keine Ahnung. Okay, Tommy, ich würde sagen, wir haben schon ganz schön viel gequatscht heute wieder. Es war ein bisschen inhaltsleer heute, fand ich. Ja. Ich hoffe, also es ging eigentlich um nichts, oder? Nee, ist wie mein Leben gerade. Das ist wie Tommys Leben gerade. Okay, die Geschichte aber mit dem Bahnhof fand ich ganz witzig. Wir werden ja dafür gemocht, real zu sein. Und das Leben ist nicht immer nur ein Up. Das Leben ist auch mal so eine 3-. Und da muss man die Leute auch mitnehmen. Heute einfach so eine Regionalexpressfahrt von Köln nach Bielefeld. Das war das heute so ein bisschen, fand ich. Und das gehört auch zum Leben dazu. Das Leben ist nicht nur Pommes und Disco, ist auch mal Miracoli, aber die Aldi-Version. Ja, oder einfach vorm Club warten und dann am Ende trotzdem nicht reinkommen. Genau, und dann in der Kälte. Und dann kommt noch so kurz bevor du drin bist, ein Typ, der im Kiosk nochmal für jeden einen halben Liter Bier geholt hat. Den muss man dann noch schnell ächzen. Naja, das ist jetzt so ein spezielles Thema. Okay, ich möchte noch Lifehacks droppen. Und zwar ich bin dran mit Lifehacks für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns das erste Mal hören. Es gibt in jeder Folge lustige Lifehacks, echte Tipps aus dem echten Leben für echte Menschen. Und wir hatten schon allerlei gute Sachen. Ich habe die letzte Mal nochmal aufgedröselt, falls ihr uns das erste Mal hört, hört es euch an. Ich habe heute 2 Lifehacks, aber dafür 2 sehr kurze. Und deshalb dachte ich mir, ich nehme 2. Finde ich gut. Okay, und zwar mein erster Lifehack ist, wir alle kennen das Problem. Es ist morgens, man hat Stress, man muss schnell los. So, und wie managt man seine Zeit? Lösung, Zähne putzen beim Duschen. Fantastisch. So, wer beim Duschen die Zähne putzt, spart effektiv 3 Minuten Zeit, die man hinten raus für allerlei andere Sachen verwenden kann. Und das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Das praktiziere ich ungefähr seit ich 13 bin. Ich habe das rausgefunden ab dem Moment, wo ich in die Oberschule gegangen bin und etwas weiter zur Schule halt musste als zur Grundschule. Da konnte ich nämlich hinlaufen und hatte umso weniger Zeit morgens. Ja. Ja. Und musste dann halt gucken, wie mache ich das? Und dann einfach morgens duschen und beim Duschen direkt die Zähne putzen. Auch Pipi machen? Macht Felix Pipi in die Dusche? Felix macht keinen Pipi in der Dusche. Und darum geht es auch nicht. Tatsächlich ist mein zweiter Lifehack, geht aber ein bisschen in Richtung Pipi in der Dusche. Darf ich eine Sache dazu sagen? Die dauert nur 5 Sekunden. Ja, sehr gerne. Jack Nicholson hat mal gesagt, ich glaube, es war Jack Nicholson, es gibt 2 Arten von Männern. Die einen pinkeln in die Dusche und die anderen lügen. So, dein zweiter Lifehack bitte. Der zweite Lifehack ist, ich bin ja sehr viel unterwegs und lebe sehr oft aus dem Koffer und ich kann trotzdem noch nicht gut packen. Deshalb bin ich der Letzte, der euch eigentlich irgendwelche Packtipps geben kann. Aber eine Sache kann ich euch doch mitgeben, nämlich immer einen Schlüpper mehr, als man rechnerisch bräuchte, mitnehmen. Absolut richtig. Und ich habe vorhin drüber nachgedacht, so dass ich diesen Lifehack gerne droppen würde und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich diesen Lifehack droppen, ohne Wörter wie einkacken etc. zu verwenden. Aber deshalb sage ich einfach mal, falls irgendwas ist, hat man einfach immer noch einen Schlüpper dabei. Die Rechnung ist ja sonst pro Tag ein Schlüpper und dann +1.
Und einfach noch einen extra mitnehmen. Zumal. Und dasselbe gilt dann auch für Socken konsequenterweise, falls man mal Sport macht, falls man in irgendwas Nasses rein. Es kann immer irgendwas sein, falls man sich in irgendwas Nasses reinsetzt. Es kann sehr viel passieren immer. Du hast gerade gesagt, Sport machen. Wir machen ja beide relativ viel Sport und wenn du Sport machst, musst du ja eine neue Boxershorts anziehen. Die ist dann am Arsch nass und das willst du nicht. In der Jeans. Das willst du den Leuten auch nicht anbieten. Nee, das ist vor allem in der Jeans. Und dann holst du dir, ist ja auch unangenehm als Künstler wie du, ne? Dann gehst du in einem gebrauchten Schlüpper aufs Hotel, nimmst vier Frauen mit, fragst sie, ob du den Penis zeigen darfst und dann hast du den gebrauchten Schlüpper. Das kommt ganz unangenehm. Das ist unangenehm. Und genau da wird angegriffen mit einem zusätzlichen Schlüpper. Das war der Lifehack und damit würde ich mich aus dieser Woche verabschieden, unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch trotz der Inhaltslehre gefallen. Uns hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Mein Name ist Felix Lobrecht und ich bin hiermit raus. Tschüss. Yeah, thank you, Oslo. It was a fantastic Eurovision Song Contest. This is Zagreb, Hrvatska, Croatia calling. And here are the results. 12 points go to Gemischtes Hack. Und Deux points. Oh Gott. Aller Gemischtes Hack. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, Felix. Ciao, Tommy. Bye, bye.